Hallo zusammen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich das Problem, die Bodenreinigung, die ist oft sehr aufwendig und natürlich auch zeitraubend. Abhilfe verschaffen da moderne Bodenstaubsauger mit einer sehr guten Filterung und ordentlichen Leistung. Und aus diesem Grund wollen wir uns heute mal die Top 5 der besten und liebsten Staubsauger unter 200 Euro uns mal anschauen, die hier wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Da werden wir alle Vor- und Nachteile miteinander durchgehen und zum Schluss auch selbstverständlich unseren Vergleichssieger krönen, damit ihr auch wisst, welcher der beste davon ist. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, starten wir auch sofort durch. Wir fangen direkt an und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der Siemens Q5 Bodenstaubsauger. Da würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Und da könnt ihr schon sehen, wir haben zum einen mal hier einen Hochleistungsmotor, der hat einen sehr leisen Betrieb. Wir haben hier einen großen Aktionsradius, einen Hochleistungshygienefilter, einen niedrigen Stromverbrauch, eine Softbumper Protection und wir haben hier eine umschaltbare Rollendüse. Die Nachteile, etwas schlechte Kabelrückholung und ein etwas kurzer Schlauch. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und zwar auf die Produkte Details drauf und da können wir schon sehen, wir haben so einmal hier 850 Watt an Leistung, 13 Meter Aktionsradius, wir haben hier 4,5 Liter Staubvolumen, wir haben ein Gewicht von 5,8 Kilogramm, umschaltbare Rollendüse, innovativer HEPA-Filter und wir haben hier 70 dB von Betriebsgeräusche. Also wirklich sehr gut, sehr praktisch und mit reichlich Zubehör. Wir gehen gleich mal kurz weiter und so auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Produktseite. Dann würde ich sagen, springen wir auch gleich mal kurz zum Preis über, denn der ist ebenfalls sehr gut. Es gibt auch hier verschiedene Ausstattungsvarianten. Die normale Ausstattung kostet hier gerade einmal 138 Euro. Dann gehen wir auch gleich mal kurz weiter runter und zwar zu den Details zu diesem Staubsauger. Da steht nochmal alles drin, da wird nochmal alles beschrieben, wie natürlich auch hier sämtliche Features und Funktionen. Da wird auch hier nochmal die Kompressortechnologie etwas näher erläutert und auch sonst passt sie im Grunde soweit alles. Ja, also sieht wirklich gut aus. Wir gehen jetzt zum Schluss noch kurz die Bewertungen durch. Auch da gibt es wirklich sehr viele positive Bewertungen. Wirklich ein sehr guter Staubsauger, der auch hier seinesgleichen sucht. Also schaut euch den mal an. Der ist hier wirklich sehr interessant und auch sehr günstig. Und es gibt ja auch, wie gesagt, wirklich sehr viele gute Bewertungen dazu. Klickt auf den Link mal drauf und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter. Und zwar zum nächsten Platz und zwar zu Platz 4. Und auf diesem Platz landet bei uns der Siemens VS06 A111 Staubsauger. Wir gehen auch hier mal kurz die Vor- und Nachteile durch. Da hat man zum einen mal hier einen günstigen Preis, einen niedrigen Stromverbrauch, einen High-Power-Motor, ein XL-Beutelvolumen, 9 Meter Aktionsradius, Hygienefilters mit dabei und es gibt umschaltbare Rollendüsen. Die Nachteile, ein etwas dicker Schlauch und die Saugkraft, die könnte teilweise auch etwas besser sein. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz einen Schritt weiter und zwar zu den Produktdetails. Da haben wir jetzt hier 600 Watt Leistung, 9 Meter Aktionsradius, 4 Liter Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von 5,6 Kilogramm, ein High Power Protect Staubbeutel, wir haben hier einen hochwertigen Hygienefilter und wie vorhin schon erwähnt, umschaltbare Rollendüsen, die auch hier das Leben viel einfacher machen. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt mal kurz auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, um da hinzukommen. Also schaut mal rein, klickt mal hier direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr hier direkt auf diese Seite. Ja, hier gibt es mal ein paar schöne Bilder und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf den Preis ein, denn es ist auch sehr günstig. 82 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis. Wir haben einen Amazon-Tipp und der ist auch hier wirklich um 41% reduziert. Also hier wirklich ein sehr gutes Schnäppchen. Solltet ihr euch unbedingt auf jeden Fall einmal anschauen. Hier mal die weiteren technischen Daten im Überblick. Das sieht soweit wirklich sehr gut aus und dann gehen wir noch kurz hier ein paar weitere Funktionen und Bilder durch. So kommt er daher, so kann er bedient werden. Er ist wirklich sehr kompakt und lässt sich auch hier wirklich sehr gut navigieren. Also auch hier ideal zum Aufbewahren. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Schluss mal kurz auf die Bewertungen ein. Da steht schon geschrieben, wir haben hier wirklich eine sehr gute Saugleistung. Er ist leicht und leise. Ist ein toller Staubsauger, saugt sehr gut und ist natürlich auch hier zu einem sehr günstigen und attraktiven Preis. Also wenn ihr ein sehr günstiges Modell sucht, der sollte sich den unbedingt mal einmal anschauen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der Princess EcoQuiet Staubsauger und da würde ich sagen, gehen wir auch hier mal kurz direkt die Vor- und Nachteile durch. Da hätten wir zum einen mal einen wirklich extrem leisen Staubsauger mit nur 62 dB, 12 Meter Aktionsradius, einen Hochleistungshygienefilter, einen sehr niedrigen Stromverbrauch, ein modernes Design und eine umschaltbare Rollendüse. Die Nachteile, etwas zu kurzes Saugrohr und ein etwas kleiner Staubbeutel. Nichtsdestotrotz ist es wirklich ein sehr guter Staubsauger. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails.
heißt, wir haben also hier zum einen mal 450 Watt an Leistung, 12 Meter Aktionsradius, 3 Liter Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von gerade mal 5,6 Kilogramm, umschaltbare Rollendüse, wir haben einen HEPA-Hygienefilter und ein Betriebsgeräusch von 62 dB. Also auch hier wirklich ein top ausgestatteter Staubsauger. Und auch dort würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz direkt auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt den Link dazu an. Und dann müsst ihr euch diesen Staubsauger nicht nochmal hier selbst manuell auf Amazon heraussuchen. Dann gehen wir kurz auf den Preis ein. 127 Euro ist hier wirklich ein Wort. Also wirklich ein super Preis. Da kann man sich auch hier ebenfalls ja nicht beklagen, dass er zu teuer wäre. Hier nochmal die technischen Details im Überblick. Sieht zwar sehr gut aus. Er ist hier wie gesagt extrem leise und natürlich auch hier vom Gewicht her wirklich ja relativ leicht, was auch hier wirklich sehr gut dann auch bei den Bewertungen ankommt. Hier nochmal die weiteren technischen Daten im Überblick. So sieht er jetzt also hier im Detail aus. Er ist wirklich hier sehr kompakt gemacht, hat ein modernes Design und wurde auch hier von testsieger.de mit der Note 1,7 bewertet. Hier nochmal die Bewertungen an sich. Ein Staubsauger, der seinen Namen alle Ehre macht. Absolut klasse. Und auch sonst gibt es hier wirklich zahlreiche tolle Bewertungen, die auch hier für einen sehr tierfreundlichen Staubsauger ausgeben. Ja, soweit, so gut. Schaut euch den unbedingt mal an. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein und klickt mal drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 2. Und dort landet bei uns der Eureka Apollo 800W. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Frontnachteile ein. Da hätten wir zum einen mal wirklich eine sehr starke Leistung, ein kompaktes Design, ein großer Aktionsradius, ein Hochleistungshygienefilter, ein niedriger Stromverbrauch und eine Saugkraftkontrolle. Die Nachteile, etwas mittelmäßige Qualität und leider kein allzu großer Staubbehälter. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier mal kurz auch auf die Produktdetails weiter ein. Gehen die nochmal durch, da können wir schon sehen, wir haben also hier 800 Watt an Leistung, 2 Liter Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von 5,6 Kilogramm, umschaltbare Rolldüse, wir haben einen HEPA-Hygienefilter, 72 dB Betriebsgeräusch und ein integriertes Zubehör. Also ein sehr kompakter Staubsauger, der auch hier wirklich mit seinem geringen Gewicht überzeugt. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir mal kurz direkt auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link dazu in der Videobeschreibung. Also falls ihr daran Interesse haben solltet, schaut mal unten rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr ebenfalls hier direkt auf diese Seite hier. Der Preis, der ist hier wirklich super, 86,99 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis. Also hier wirklich ein sehr günstiger Staubsauger, der auch hier wirklich in sehr vielen Punkten überzeugen kann. Hier nochmal die weiteren Details im Überblick und auch hier nochmal kurz ein paar Bilder, wie er im Grunde hier angewendet wird. Er ist hier wirklich sehr praktisch, auch hier sehr flach und besitzt hier dennoch eine sehr moderne Technik und ein hochwertiges Zubehör. Dazu gibt es eine Saugkraftkontrolle und ein verstellbares Teleskoprohr und natürlich auch hier ein kompaktes Design. Die Bewertungen, die gehen wir jetzt mal kurz durch. Wir haben also hier wirklich ein tolles, ja, Produkt, ein toller Staubsauger, der auch hier wirklich mit sehr vielen 5-Sterne-Bewertungen daherkommt und natürlich auch hier wirklich einiges bietet. Also schaut euch den unbedingt mal an. Der ist hier wirklich sehr gut und bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber auch gleich weiter und zwar zu Platz 1 unserem Vergleichssieger. Und dann bei uns der Philips Power Pro Compact Staubsauger. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir mal kurz direkt auf die Vor- und Nachteile ein. Da hätte man zum einen mal hier eine wirklich sehr starke Leistung. Er ist komplett beutellos, hat eine Powerzyklon 5 Technologie mit dabei, hat einen HEPA-Filter, also ideal für Allergiker. Wir haben niedrigen Stromverbrauch und natürlich auch hier eine Saugkraftkontrolle. Die Nachteile, ein etwas kleiner Staubbehälter, aber sonst war es das auch schon. Also hier wirklich ein sehr gutes Gesamtergebnis, wenn man das hier so betrachtet. Wir gehen mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier zum einen mal 900 Watt Leistung, 1,5 Liter Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von 4,5 Kilogramm, ein HEPA 13 Filtersystem. Dann haben wir hier 79 dB von dem Betriebsgeräusch her und es gibt hier wirklich viel integriertes Zubehör. Ja, soweit dazu. Also hier wirklich tolles System mit viel Zubehör. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch gleich mal kurz weiter. Und zwar auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, um herzukommen, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal dort rein, klickt mal dort direkt auf den Link drauf. Dann müsst ihr euch den nicht nochmal selbst manuell heraussuchen. Gehen wir gleich auf den Preis ein. 119 Euro ist hier wirklich ein super Preis. Auch hier 29% Rabatt. Hier ein Amazon-Tipp. Also auch ein sehr beliebtes Produkt, was hier seinesgleichen sucht. Hier nochmal die technischen Daten, wie die Abmessung, das Gewicht, die Leistung.
aber natürlich auch hier die Lautstärke. Da gibt es hier noch ein paar schöne Abbildungen, könnt ihr schon sehen, der filtert hier wirklich den Feinstaub perfekt raus. Also hier seid ihr wirklich sehr sicher unterwegs, wenn ihr praktisch eine Allergie habt. Und auch sonst kommt er hier wirklich sehr gut daher. Ist kompakt, leicht und natürlich auch hier sehr gut zu bedienen. Wir gehen auch kurz zum Schluss die Bewertungen dazu durch. Und dann könnt ihr schon sehen, wir haben zum einen mal hier wirklich einen sehr guten Staubsauger-Top-Einstieg. Auch hier mit der Power-Zyklon-Technologie er sehr zu empfehlen. Und auch sonst gibt es hier zahlreiche gute Bewertungen, was praktisch hier für den Staubsauger spricht. Also, wenn ihr hier einen guten Staubsauger sucht, auch für eure Allergie mit einem HEPA-Filter zu einem günstigen Preis, schaut euch den unbedingt mal an. Und dann steht es also fest, wir haben jetzt hier unseren Vergleich hier gefunden. Das wäre jetzt hier der Philips Power Pro Compact Staubsauger. Wir gehen aber kurz die wichtigsten Vorteile für euch durch. Wir haben zum einen hier einen erstklassigen Preis, eine starke Leistung, er ist beutlos mit einer Power-Zyklon 5-Technologie und er verfügt über einen HEPA-Filter. Also wirklich eine sehr gute Kombination. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. An Linksinformationen, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.